Ja, moin, meine sehr verehrten Konnoisseure des in die Jahre gekommenen emotionslosen Videoformats, des Inhaltserstellers Rabenatica Südfrucht und willkommen zu meinem verzweifelten Versuch, anstatt das 10. halbbekannte Game für dieses Format zu nehmen, ein Thema zu wählen, bei dem actually alle wissen, was die groben Rahmenbedingungen sind. Und da ich inzwischen sowieso über echt viele Spieleentwickler hergefallen bin, dachte ich mir, machen wir mal einen Schritt nach oben und beschweren uns über eine ganze Stadtverwaltung, denn ich war letztens in London, und was soll man da noch groß sagen, außer engage, lads. Alles begann mit dem Fehler, dass ich erst 3 Stunden in London anwesend daran dachte, tatsächlich etwas aufzunehmen und so beginnt dieses Video 100 Meter über der Themse in einem Cable Car oder wie ich es als Mensch mit Höhenangst bezeichnen würde, die Hölle auf Erden, aber halt auch eigentlich wieder in der Luft. Dort war ich mit dem Alleserlediger Jan oder R4NXHole auch nicht komplett ohne Grund. Wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, ist das Ding Pokémon-themed, denn zu diesem Zeitpunkt fand die Pokémon-Weltmeisterschaft statt, zu der ich, und dafür bin ich unironically unfassbar dankbar, als jemand, der seit der Kindheit alles, was es an Pokémon-Games jemals gab, verschlingt, einfach von Pokémon eingeladen wurde. Perfekt, damit haben wir in dieser Seilbahn jetzt also die Lore erklärt. Am Ausgang war noch ein Pokémon-Friseur, zum Glück haben sie in die Ecke kein echter Friseur geschrieben, sonst wäre ich straight up zum nächsten angeleinten Pudel gelaufen und hätte ihn gefragt, ob er mir die Haare schneiden kann. Zu unserem Unglück mussten wir dann tatsächlich auch in London Deutsche treffen, wie sei es auch sonst. Das da ist eine Ikone der eigenen Szene und fassbar beliebt bei Fans und Zuschauern, tatsächlich nicht nur in Deutschland, sogar auf der ganzen Welt. Also, das Pikachu. Und der andere da, Zero of Time, seines Zeichens Pokémon-YouTuber, der ehrenlose Einpack nach dem anderen auf seinem YouTube-Channel aufmacht, als FIFA-Streamer direkt nachdem EA dasselbe Spiel vom letzten Jahr nochmal neu released hat. Das Pikachu war by the way für alle da, also habe auch ich es mir nicht nehmen lassen, einmal Good Boy Pets zu verteilen. Für den nicht emotionslosen Gesichtsausdruck dabei bitte ich um Entschuldigung. Da die Pokémon Company eine extreme Phobie vor normaler Fortbewegung zu haben scheint, gab es dann nach den fliegenden Brotkästen auch noch ein Boot. Auf diesem gab es Snackies, Getränke und vor allem eines, Pokéball Brownie Zuckerguss-Lollis. Ich weiß auch nicht. Waren aber miese Banger, wie mein Gesichtsausdruck unverkenntlich andeuten lässt. Wer mir nicht glaubt, sollte auch Jans Reaktion sehen, der konnte sich nicht so sehr zurückhalten. Hier sehen Sie erklärende Anmoderation, man musste nämlich bei den Cocktails für den Abend zwischen Team Rot und Team Blau wählen und war den Rest des Abends stuck mit seinem Team. Da ich Probleme mit endgültigen Entscheidungen habe, ging mein ganzer Körper in Panikmodus, stellte sich in einen Pikachu-Schwimmreifen und trank ein Glas Sekt aus, das wir eine Stunde vorher beim Betreten des Schiffes bekamen und schüttete ein Glas Wasser hinterher. Zeit nach draußen zu gehen, denn wir fuhren etwas später durch diese Schleusen, von denen ich dank Tom Scott weiß, dass sie das einzige sind, was ganz London vor einem weiteren Brexit bewahrt, und so schipperten wir friedlich durch die Themse. Das aber auch nicht allein, uns jointen Essen, Bier und diese 2 Individuen. Einer davon ist niederländischer YouTuber, von dessen Content ich bis heute absolut nichts verstehe, aber er war cool, so wie Anna, die die beanspruchende Aufgabe hat, für ein deutsches Printmagazin Videocontent zu machen und damit wahrscheinlich, obwohl wir alle auf dem Dach eines Schiffes mit Wind zu kämpfen hatten, nochmal doppelt so viel Gegenwind gewohnt ist. Interessante Beobachtungen, der sich anschließenden Stunden beinhalteten. In London gibt es Uber-Boote, sowohl große regelmäßige fahrende, als auch einzelne, die man legit per App an den nächstgelegenen Pier ordern kann. Seltsames Konzept. Diese weniger bekannte Brücke, die ganz hübsch aussah, diese Brücke, die gamergerecht in 16,9 Millionen Farben leuchtete, direkt universales Zentrum der Attention auf dem Dach des Bootes wurde, mehrere Gebäude und Achtung, Überraschung, noch mehr Brücken. Dieser Turm, auf dessen Planungssheet irgendwelche hobbylosen Architekten einen Tag vor dem Bau betrunken Tic-Tac-Toe spielten, wobei einer der beiden auch gottlos abgezogen wurde. Dieser Turm mit analogen Uhren, der die Rückständigkeit Großbritanniens demonstriert, die selbst in 2022 noch keine digitale Stundenanzeige anbringen konnten, und irgend so ein großes sich drehendes Rad, warum auch immer das in der Innenstadt steht. Etwas später gingen wir aufs untere Deck des Bootes, wo laute Mainstream-konformer Musik lief, meine Begeisterung hielt sich dementsprechend Grenzen. Tag 2 und die Eröffnungszeremonie stand an, wir stolzierten zu zweit durch die Hallen des gigantischen Messegebäudes, um ein letztes Mal leere Spielerhallen vorzufinden, wo tausende Tische breit standen, um einen riesigen Haufen meiner Lieblingsnerds, TCG, Pokémon Go, Pokémon Unite, Pokémon Schwert und Schild gegeneinander spielen zu lassen. Denn kurz nachdem die stark von gewissen Imagine Dragons verwendende, Unternehmen inspirierte Zeremonie ablief, füllten sich die Hallen schneller, als mein Konto sich leert, wenn Kamezin und Popur rauskommen. Diesen Andrang und die noch anfänglich laufenden Qualifizierungsrunden nahmen wir zum Anlass, um uns den Tag die Stadt selbst etwas anzugucken. Und wir fingen als fleißige ehemalige Wirtschaftsstudenten selbstverständlich im Finanzdistrikt von London an, das ironischerweise den Namen Isle of Dogs trägt. Anstatt Hunden fanden wir vor Ort aber tatsächlich Businessmenschen und vor allem eins, hohe Häuser mit viel Glas. Nicht sonderlich beeindruckt von dieser Szenerie beschlossen wir, in den einzigen komplett künstlich angelegten Park dieses Viertels zu gehen, was mich unmittelbar daran zweifeln ließ, ob diese Bäume überhaupt echt sind oder aus Plastik. Schien Plastik zu sein, auch dem Wasser traute ich nicht so ganz auf den ersten Blick, und ein Taste-Test bewies auch eindeutig das, was ich eigentlich schon vorher wusste, nämlich, dass ich keinen Taste-Test hätte machen sollen. Parkerlebnis London Mitte war damit auch schon abgeschlossen, etwas später zwischen Banken und Versicherungsunternehmen kam plötzlich der beißende Geruch auf mich zu von Menschen, die dieses Video bisher nicht geliked und noch schlimmer den Kanal noch nicht abonniert haben, am besten endet ihr das also jetzt schon mal schnell. Auf der Suche nach einer für uns geborenen Mittelständler etwas angenehmere Umgebung fanden wir ein nur mittelhohes Haus, das auch noch hässlich war, wer hat das bloß zugelassen, sowie ein komplett aus der Reihe tanzendes Reihenhaus, das sich zwischen Wolkenkratzern schon etwas unpassend fühlen musste, so wie jeder Mensch mit einem Einkommen von weniger als 500.000 im Jahr, der dieses Viertel betritt. Aber immerhin gibt es hier auch Scootersharing in London, und weil die Menschen hier so lieb sind, sogar ohne App und bezahlen, weil man weiß, dass nichts geklaut wird und eh keiner mehr Geld braucht, wie großzügig.
Noch ein Stück weiter und ich fand eine Flasche neben einem Mülleimer liegen. Meinem ursprünglichen Pfandsystemreflex widerstehend, sorgte ich dann also auch noch für eine sauberere Stadt und machte in diesen 15-Sekunden-Clip damit mehr für das Stadtbild Londons als 90% der Bewohner Berlins für das Stadtbild Berlins. Pflicht erfüllt, nächste Attraktion, dafür mussten wir aber Röhre fahren und ich sag's euch, wie es ist. Ich weiß nicht, wer den Architekten mehrerer europäischer U-Bahn-Stationen Bleichmittel in den Schädel gegossen hat, aber 45 Grad Rolltreppen, die fast 100 Meter lang sind, sind's echt nicht. Erst recht nicht, wenn man wie ich ab 3 Metern miese Höhenangst schiebt. I'm also looking at you, Prague. Ich war da und das war nicht schön. Irgendwo weiter in der Innenstadt fanden wir dieses Denkmal, absolut keine Ahnung, wofür es steht, aber ich sippe hier an der einzigen Flasche Wasser mit Sprudel, die wir in ganz London finden konnten. Ich weiß nicht, ob die Briten Angst haben, Luft in die Lungen zu bekommen, obwohl sie sich mit Luft und Körper doch auskennen müssten bei den Hohlräumen unter den Schädeldecken, wenn über 50% der Menschen Boris Johnson als Ministerpräsident haben wollten, aber naja. Von dort aus machte Jan dann den Fehler, mir die Navigation zur Tower Bridge zu überlassen, denn wie sich herausstellte, ist die London Bridge nicht das gleiche wie die Tower Bridge, was dazu führte, dass wir diesen Ausblick genießen durften, sowie auch einen weiteren Spaziergang hin zu der Actual Tower Bridge. Das Ganze stellte sich aber als Glück im Unglück heraus, denn erst entdeckte ich auf dem Weg dieses komödiantische Meisterwerk von einem Gebäude. Und dann, und ich weiß, es klingt unfassbar unwahrscheinlich, fand ich auf dem Weg tatsächlich 1:1 jeden Spieler und jede Spielerin aus meinem letzten Ranked Game. Das hier war tatsächlich mein Midlaner, wie er versucht hat rauszufinden, ob er jetzt mit seinem 0-3 und 700 Gold backcallen soll oder doch nochmal lieber den gegnerischen Fist divet. Und er wusste auch dort in London immer noch keine Antwort. Hier lief mir einfach mein Toplaner über den Weg, wie er schnurstracks zurück auf die Toplane flanierte, um das 5. Mal in Folge zu overextenden und gegankt zu werden, bloß um mich dann Spam zu pingen. Da kann man auch nur Mitleid haben. Das war meine Support-Syndra, die ganze Zeit versucht hat, ihre Orbs zu fressen, weil sie dachte, es wären Früchte und so Minute 4:01 gegangen ist. Auch da war nichts zu retten und der ADC, der daraufhin direkt GG und AFK gecallt hat, war extrem demotiviert und ich habe echt alles gegeben, aber das Ding war einfach durch. Nachdem ich mein ganzes Team wieder treffen durfte, habe ich dann sogar noch den Oberaffen getroffen. 100 Meter weiter stand einfach Riot Games mit der durchschnittlichen Fanbase anwesend herum. Just kidding, Grito, I love you and I love League, please don't hate me, thank you. Immerhin kamen wir so aber irgendwann an der richtigen Brücke an und gönnten uns selbstverständlich die Tourist Trap Eiscreme, die wir mit dieser antiken Aussicht gleich doppelt so sehr genossen, was den Preis aber immer noch nicht rechtfertigte. Auf der Turmbrücke selbst wurden wir dann noch Zeuge der wohl größten positiven Überraschung des gesamten Trips. Diese Deutschen sind aber auch echt überall. Kaum von diesem einen Stück Geschichte runter, schießt uns ein anderes Stück Geschichte in die Augen, oder zumindest haben sie das mal. Etwas weiter die Themse runter sehen wir Burgmauern dicker als meine angeschwollenen Füße, nachdem ich an diesem Tag bereits mehr gelaufen bin als in den letzten 6 Monaten in Berlin. Burgtürme größer als mein Orientierungssinn in fremden Städten und Burglöwen. Ich weiß auch nicht warum, aber es gibt bestimmt einen unfassbar guten historischen Grund dafür, aber das juckt mich genauso viel wie die Briten irgendein völkerverachtender Kolonialfeldzug, bei dem sie diese Tiere damals eingesammelt haben. Auf das Gebäude wollten wir eigentlich drauf, weil es da oben einen Garten oder so gibt. Turns out, für den Zutritt in den Garten in der Londoner Innenstadt muss man sich 2 Monate vorher anmelden. Großstadt-Vibes aber ganz anders. Ich frage mich, ob irgendein Londoner überhaupt schon mal etwas Grünes gesehen hat. Ich frage mich auch, warum ich in dieser Gasse dachte, dass ich unbedingt das Klischee-Urlaub machende Instagram-Mädchen nachmachen muss, die im Anschluss an diese Story ihren Porridge mit Erdbeeren, den sie als einzige Mahlzeit des Tages zum Mittag gegessen hat, stolz inszeniert, um am Ende gerade einmal 2 Löffel davon zu essen und angewidert zu merken, dass die Story 5% weniger Likes von neidisch zu Hause gebliebenen erhält als gewöhnlich. Unsere weitere Mission brachte uns zu dem komischen Uhrenturm, sah ganz hübsch aus, habe aber nicht ganz verstanden, warum Ben versucht, seine Uhr vor ganz London zu flexen, wenn ich selbst die Uhrzeit um den Arm gewickelt habe, but okay. Hier sehen sie außerdem Jan, wie er auf einen random umherlaufenden Statisten zeigt, und hier sehen sie mich, ziemlich unglücklich, vor einem Musikanten, der versucht, traditionelle schottische Musik am britischen Big Ben zu spielen, und irgendwas sagt mir, dass der Typ nicht mal actually Schotte ist, aber hey. Einmal über die Straße und wir entdecken eine wahre Sehenswürdigkeit. Die NPC-Wiese, voll mit Wesen, die versuchen, klischeehafte Fotoposen nachzumachen. Ich muss sagen, bei der Dichte an Entities hätte man sich an der Stelle Londons aber schon noch mehr Mühe geben können. Nicht weit entfernt war ich glücklich zu entdecken, dass neben meinen League-Teammates man auch tatsächlich mir, dem Jungler, eine Statue gebaut hat. Meine Plays waren auf jeden Fall ähnlich einflussreich wie seine, da bin ich mir sicher. Sich in einem demokratischen Land gerade schön frei fühlend, wurden wir auf dem Weg zum nächsten Ziel dann aber auf den harten britischen Biskuitboden der Tatsachen zurückgebracht. Als wir dieses einfach so umherliegende Abhörequipment und kurze Zeit später auch noch eine auf uns gerichtete Überwachungskamera fanden. Und dabei ist dieses ecuadorianische Gebäude doch gar nicht hier in der Nähe, aber Botschaft ist trotzdem angekommen. Da ich gesetzesadvers jedoch moralkonform nicht in ein Drittland ausgeliefert wurde, konnten wir uns also auf den Weg zum Buckingham Palace machen. Als ich jedoch merkte, dass dieser Ort irreführenderweise trotz des Namens recht wenig mit Schinken zu tun hat, verließ mich meine Motivation, dort zu sein, recht schnell wieder. Und ich fing, anstatt Palastwände anzustarren, der Queen ein Evoli vor der Nase weg. Scheiße gelaufen, Elisabeth, nächstes Mal musst du früher aufstehen.
Jan dachte noch, es wäre lustig, mir zu sagen, dass ich diese Statue petten soll, um dann die Kamera dafür komplett falsch zu halten, was dann auch wieder gereicht hat, um zurück nach Hause zu fahren. Den letzten Tag haben wir dann noch in voller Pracht auf der Weltmeisterschaft verbracht und dabei sogar gut bedacht, nicht zu gehen bei Nacht. Letzte Zeit aber Trash, sorry. Erstmal ging es ins Pokémon Center, dem wohl besten Ort auf der Welt für Menschen, die sowohl auf Pokémon als auch auf leere Bankkonten stehen. Dort gibt es nämlich mehr exklusiven Pokémon-Merch, als ihr euch vorstellen könnt, egal ob winzige Plüschtiere, haufenweise geile Shirts, Skateboards und noch mehr. Aber beeindruckendes Event, das an diesem Ort stattgefunden hat, habe ich nach dieser Aktion ja trotzdem für mich beansprucht. Die Spielerhallen hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits mit jeder Form von Nerd gefüllt, die man sich vorstellen kann. Ein wahrliches Paradies. Hier sehen Sie ein Beispiel eines solchen Spiels, wie sich Arceus und Arceus gegenseitig Urteilskraft ins Herz schmettern. Ich sehe schon, Meta ist wie in allen Games ein Problem. Ein Zustand, den ich auch bei den Pokémon Schwert- und Schild-Matches beobachten konnte, denn dort sieht man genauso häufig gleiche Wesen wie Harald, 51 Jahre, der in ein beliebiges ostasiatisches Land in den Urlaub fährt. Zuletzt entdeckte ich noch diese zwei Karten, die tatsächlich lediglich die zwei Gewinner bekommen. Denken die sind krass, ganzes Jahr üben und dann gegen alle gewinnen für zwei Karten. Ich habe mir einfach zwei Booster gekauft im Pokémon Center und jetzt 20 Karten mehr, get outplayed. Absolut surreales Highlight der Tage folgte dann aber noch. Nintendo-Karte, einen riesigen Bus bis oben hin gefüllt mit Vollnerds in bunten Socken, Sandalen, Pokémon-Shirts und Cargo-Hosen in das reichste Viertel Londons, setzte uns alle in ein Hotel mit 10 Meter hohen Granitwänden und servierte uns neben Sandwiches und Tee, Pre-Release-Decks und Booster, woraus wir uns Decks bauten und gegeneinander spielten. Ein Event, wie ich es nie wieder erleben werde in meinem Leben. London war zu Ende ab hier, mega geile Erfahrung. Bin Nintendo unendlich dankbar. Finale Worte kommen von Air4nXSoul. Genauso. Perfekt.